Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, dem Superfax. Und zwar spielen wir ein Spiel, das von Crystal Dynamics gepublished wurde. Und es wurde hergestellt von einer anderen Firma. Putting the magic back into software. Nein, die heißt natürlich nicht so, sondern sie heißt... Ich sagte, sie heißt Schwert. Silicon Knights, ja. Ich glaube, sonst kenne ich von der Firma gar nichts. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir spielen Blood Omen Legacy of Kain, den ersten Teil aus der Legacy of Kain-Reihe. Der ist 1996 für die PlayStation erschienen und 1997 für den PC. Für Windows genauer gesagt. Und ja, die Nachfolger sind Soul Reaver 2, Blood Omen 2 und Defiance. Und soweit ich weiß, ist auch ein Reboot der Serie geplant für Xbox Live Arcade. Aber da weiß ich sonst nichts genauer drüber Bescheid. Ich möchte auch erstmal so die Reihe spielen. Und ihr habt es richtig gehört, ich möchte die gesamte Reihe Let's Playen. Also genau in der Reihenfolge, in der ich es auch gerade gesagt habe. Und eben mit Blood Omen anfangen. Ich habe bisher nur Soul Reaver gespielt, also den zweiten Teil der Serie. Und da auch nur den Anfang. Und da war ich auch ein sehr kleiner Knirps, der keine Ahnung von irgendwas hatte. Und ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich dran. Deswegen ist die gesamte Serie eigentlich quasi blind für mich, was sehr schön ist, denn ich habe viel Gutes über diese Serie gelesen, über die dichte Atmosphäre und die komplexe Story, die dann teilweise sogar durch Zeitreisen Paradoxe hervorruft, die sich dann irgendwie auflösen müssen und so. Und es scheint sehr interessant zu sein, außerdem brutal und mit viel Blut, also mal ein erwachsenes Spiel auf meinem Channel, was natürlich auch mal eine schöne Abwechslung ist. Moment, ich muss mal eben einen Schluck Tee trinken. So, ich bin nämlich immer noch krank. Der Husten ist ein bisschen schlimmer geworden. Das heißt, ich kann es jetzt nicht mehr so unterdrücken. Deswegen werde ich ab und zu mal einen Schluck trinken. Das hilft nämlich, dass ich nicht loshusten muss. Weil teilweise muss ich dann einfach husten und kann nicht mehr anders. Und das ist natürlich doof. Wie auch immer, ich spiele die PlayStation-Version. Und deswegen habe ich ein paar Bugs. Den Großteil habe ich gefixt, teilweise laggt der Sound ein bisschen und das Menü flimmert ein bisschen. Das ist aber so in Ordnung, ich habe es nicht besser hinbekommen. Ich kriege es auch nicht besser hin, ohne dass ich es nicht mehr in der Lage habe, es aufzunehmen. Deswegen muss das so bleiben. Vorher hatte ich es auch sogar so, dass meine Anzeige geflackert hat und dann weg war. Das heißt, ich wusste nicht mehr, wie viel Lebensenergie ich hatte, welchen Zauber ich ausgewählt habe, was weiß ich. Weil ich habe mal so 5 Minuten gespielt, um einfach mal ein Gefühl für das Spiel zu kriegen und zu gucken, ob welche Bugs da sind, ob ich es alles, das möchte ich jetzt nicht hören, ob ich alles aufnehmen kann und bla bla bla. Aber wirklich weit bin ich nicht gekommen. Also keine Sorge, es ist immer noch blind. Und ihr habt es vielleicht gerade gehört, es ist auf Englisch. Das Spiel gibt es auch mit deutscher Sprachausgabe oder auf Deutsch allgemein. Aber da bin ich nicht dran gekommen. Ich habe echt vieles versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Das tut mir leid, also die, die kein Englisch können, die sind jetzt außen vor, die werden das Let's Play wahrscheinlich nicht so genießen können, wie die, die Englisch können, weil sie es nicht verstehen. Ich meine, ihr könnt ja trotzdem mal versuchen, es euch anzusehen. Ich weiß nicht, wie viel Text kommt. Am Anfang kommt relativ viel. Deswegen, für mich ist das kein Problem, weil ich spiele privat auch eigentlich alles auf Englisch, sofern ich es auf Englisch in die Finger bekomme. Außer vielleicht irgendwie sowas wie Gothic, was dann deutsch-original ist. Das spiele ich dann vielleicht auf Deutsch, aber ansonsten spiele ich alles auf Englisch. Deswegen ist das für mich kein Problem. Für euch aber wahrscheinlich schon oder vielleicht. Aber falls ihr mal was nicht versteht, dann schreibt es in die Kommentare, fragt nach. Nicht nur ich werde eure Fragen beantworten können, sondern auch die anderen Zuschauer. Und das ist ja eine der sehr schönen Sachen. Ich habe nicht nur einen Zuschauer. Ich bin glücklich. Ich habe mehrere Zuschauer. Ach, ist das schön. Wie auch immer, auf jeden Fall könnt ihr da bestimmt eure Fragen beantwortet kriegen. Und, habe ich sonst noch irgendwas zu erzählen gerade? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann fällt es mir halt ein. Also wie gesagt, das ist auf Englisch. Guckt es euch an, guckt es euch nicht an. Guckt es euch an, doch, guckt es euch an. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde einfach mal Start Game drücken und dann kommt ein kleines Intro. Da werde ich ruhig sein und euch die Atmosphäre genießen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also viel Spaß damit. There is a magical operation of maximum importance. The initiation of a new Aeon.
when it becomes necessary to utter a word, the whole planet must be bathed in blood. Fulfilling the circle of Malak of the Sarfan, you are hereby damned. The pleasures of the flesh are no longer yours. You have but one purpose, damned warrior. You will serve us for eternity. The tavern's closing. Best be on your way, stranger. Stranger. What? No mug of ale for a weary traveler from distant Korhagen? I can reward you well, for I am of noble blood. I stay open for no man in these dark times. Things come with the night that no sane man would welcome. And so I left. Cold of heart and soul. Forced to the road. And the long, bitter night. Ja, und damit sind wir schon im Spiel. Wir haben gerade im Intro gesehen, wie ein Krieger namens Malak, ich glaube, er ist von den Seraphinen. Wer die Seraphinen sind, weiß ich jetzt noch nicht genau. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber das wird sich sicherlich klären. Er hat versagt, ich glaube, eine Kirche war das oder so, vor dem Angriff eines Vampirs zu beschützen. Und deswegen wurde er bestraft und seine Seele wurde in seine Rüstung eingeschlossen auf alle Ewigkeit. Und wir sind jetzt hier ein adliger Wanderer, Reisender, der hier in dieser Taverne ist, und der Wirt hat uns gerade rausgeschmissen. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als hier rauszugehen. Aber erstmal, wir können halt rumlaufen, bla bla, wie gehabt. Wir können reinzoomen und rauszoomen. Ich werde aber wahrscheinlich die ganze Zeit rausgezoomt bleiben, weil das einfach übersichtlicher ist, weil so reingezoomt sieht man wenig. Und wenn ich dann in so einen Reihenraum reinkomme, muss ich erstmal gucken, oh, was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist doof. So, ansonsten, ich kann schlagen mit meinem Schwert und irgendwie leckt das gerade. Das ist nicht schön. Ich hoffe, das wird gleich besser. Und ansonsten kann ich noch nicht viel machen. Deswegen gehen wir einfach mal hier raus aus dieser Taverne. Und schauen uns diesen wunderschönen Ladebildschirm an. Ah! Und wir werden direkt mal von Assassinen angegriffen. Ist das nicht schön? So ein Tag beginnt doch wundervoll, wenn wir erstmal angegriffen werden, sobald wir aus der Taverne rausgehen, ne? Komm, stirb. So. Ich weiß, auch diesen Kampf können wir nicht gewinnen. Also ich kann hier einmal runtergehen. Hier sind ganz viele. Ich habe es mal geschafft, einige von denen zu töten. Aber eigentlich muss man sich töten lassen, damit es weitergeht. So. Wir sind verwundet. Ein Bandit kommt an oder ein Assassine und wir sind tot. Tja, fängt ja schon mal sehr gut an. Und ich bin still, denn eine weitere Zwischensequenz ist da. Ah,
suffering to the conquered. Ironic that now I was the one suffering. Not anything as pedestrian as physical pain, rather the cruel jab of impotent anger. The hunger for revenge. I didn't care if I was in heaven or hell. All I wanted was to kill my assassins. Sometimes, you get what you wish for. The necromancer Mortanius offered me a chance for vengeance, and like a fool, I jumped at his offer without considering the cost. Nothing is free, not even revenge. You will have the blood you hunger for. I awoke to the pain of a new existence in a dank womb of darkness and decay. So, und damit fängt das Spiel erst richtig an. Wie ihr gesehen habt, wir wurden von Assassinen umgebracht und ein Nekromant hat sich unser angenommen und uns zu neuem Unleben verschafft. Und zwar hat er uns zu einem Vampir gemacht, ja. Man hat es gesehen, unsere Rüstung hat sich verändert, bla bla, wie auch immer. Und wir sind jetzt in dieser Krypta hier erwacht und müssen rauskommen. Wir haben Vampirfähigkeiten, die sind allerdings noch sehr unterentwickelt, weil wir gerade erst ein neuer Vampir sind, aber die werden sich sicher im Verlauf des Spiels noch verbessern. So, hier ist erstmal ein Schalter, der wird automatisch gedrückt und ich kann hier durch. Was ist das denn Schönes? The sanctuary spell enables me to travel to my crypt, where the soil of my grave provides me respite. Ja. I often resort to this when I am weak and need nourishment. Genau, das ist halt hier der Sanctuary Spell. Spell, genau, das ist ein Spell, kein Spell. Wie auch immer, den können wir benutzen. Da, ich habe den jetzt da unten in die rechts in die Hotbar gelegt. Die übrigens jetzt gerade ein bisschen flackert, kann ich nichts gegen machen. Vorher wurde sie gar nicht angezeigt. Also das Lebensenergie-Röhrchen da und die Uhr wurden nicht angezeigt. Das war ein bisschen doof. Deswegen ist das so gut. Jedenfalls, wenn wir den Spruch einsetzen, dann landen wir wieder genau hier auf diesem Viereck und können uns zur Ruhe legen oder so. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe mich zwar hier schon hin teleportiert, aber ich habe sonst nichts gemacht. Ist jetzt auch erstmal uninteressant. Wir gehen weiter und hier ist ein Typ mit einer Schaufel, ein Friedhofswärter oder so, oder ein Grabräuber, man weiß es nicht. Das Schöne ist, ich kann ihn bewusstlos schlagen und dann sein Blut aussaugen. Ist das nicht schön? Dann kann ich meine Lebensenergie wiederherstellen. Ja, so ein kleiner Snack zwischendurch, das hat doch schon was. So, was haben wir denn hier Schönes? Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Janos Ordran, the heart of darkness restores vampiric unlife. Life is precious, Janos discovered, as it was torn, throbbing and bleeding from his own body. Ja, das ist unser erstes Item. Ich habe gelesen, Moment, das müsste ich hier, nein, das sind unsere Zaubersprüche, die möchte ich jetzt nicht. Nein, ich möchte weg. So, ich möchte hier hin. Da unten haben wir das Herz. Das Heart of Darkness, genau. Und ich habe gelesen, dass wir damit unsere Lebensenergie wiederherstellen können. Oder, wenn wir sterben, werden wir mit etwas Lebensenergie regeneriert. Deswegen werde ich mir das aufheben. So, wir haben hier noch unser Schwert und unsere Eisenrüstung. Ist jetzt erstmal nicht so interessant. Das war halt das Menü, ist jetzt nicht so besonders spektakulär, ist halt zum Auswählen. Wobei, ich gehe nochmal eben rein, auch wenn die Ladezeiten dann ein bisschen blöd sind, aber ich möchte gerne das hier auf die Hotkey, auf die Hotbar legen. So, und dann den Spruch, ne, der ist glaube ich schon, ne? Moment. Das muss ich mal gucken. Ich kann das nämlich jetzt im Spiel aufrufen. Und zwar haben wir einmal unsere Zaubersprüche, ja, das ist der Sanctuary-Spell. Spell, ich hab's heute echt mit dem Englischen. Und wenn ich das drücke, kann ich das Herz auswählen. Ist jetzt erstmal uninteressant. Wie auch immer. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Snack an der Wand. So eine hübsche junge Dame. This ancient vial bears with it a dark gift indeed. For with it, my life force is increased. Ja genau, wir haben da unten jetzt unser Röhrchen vergrößert. Und um das direkt mal zu füllen, nehmen wir hier einen kleinen Snack zu uns. Komm her. Nom 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 nom. Lecker, lecker.
Entschuldigung, es ließ sich gerade nicht vermeiden. So, jetzt aber hoffentlich geht's weiter. Ich hoffe, das bleibt jetzt ein Einzelfall, denn wenn ich zu oft husten muss, dann werde ich das Let's Play abbrechen bzw. verschieben. Denn das kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit hier euch voll huste. Was ist das denn? These symbols of power contain raw magical energy that increases my own capacity to summon energy for the spawning of spells. Wahrscheinlich Mana oder so. Habe ich jetzt jedenfalls so verstanden. Wir nehmen noch einen kleinen Snack zu uns. Nom, 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 nom. Lecker, lecker. Oh, das war zu viel. Unsere Röhrchen ist übergelaufen. Aber das macht nichts. Dafür haben wir hier ein grünes Skelett. Hi, wie geht's dir? Na, alles fit? Ein bisschen kühl hier, oder? Komm. Ey, ich wärme dich ein bisschen mit meiner Bewegungsenergie. So, ich glaube, das war auch noch so ein Mana-Kristall-Dingen. Und das hier, das ist ein Speicherpunkt, soweit ich das verstanden habe. Er wird, wenn ich auf das Dreieck gehe, dann wird er ein bisschen was dazu erzählen. Within the walls of these chambers I could find respite. And if I so chose, resume my journey when my weariness abated. Ja, das sind halt so Speicherobelisken. Und weil wir gerade hier sind, werde ich das auch mal machen. So, safe. Yes. Ah, reading memory card slots. Please wait. Bla, ja, wir nehmen natürlich Card 1 und das ist occupied. Egal, wir nehmen einfach den hier. Speichern da drauf. Boah, dauert das ewig. Ja, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Egal, wir schaffen das schon. Game saved. 4 Tage, 21 Stunden. Was? Irgendwas kann da nicht stimmen. Aber nun gut, das soll mich jetzt nicht stören. Hauptsache, ich kann ordentlich spielen und krieg sonst keine Bugs. Dann soll das in Ordnung sein. Vielleicht kennt ja ein oder andere von euch auch dieses Spiel schon und kann mir sagen, warum da 4 Tage... Blitze. Cool. Warum da 4 Tage und 21 Stunden stand. So, haben wir noch irgendwas hier? Nee, haben wir nicht. So, hier geht's raus. Und soweit habe ich auch nur gespielt. Ich bin einmal rausgegangen und das war's dann. Das heißt, ab hier ist es komplett blind für mich. When rainfall comes, vampires are wise to find shelter from its acidic touch. Das heißt, wenn es regnet, darf ich nicht raus. Als ich das erste Mal raus bin, hat es nicht geregnet. Das war doof. Der Sound hat geleckt. Das war auch nicht schön. Ja, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Hier ist ja sonst nichts Interessantes. Und wir können unsere Lebensenergie sicher auch wieder auffüllen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen draußen rumlaufen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Aber das ist halt so. Vampire sind eben schwach gegen Wasser. Wie man es auch sehen kann. Wir kriegen Schaden davon. Mal schauen, was uns jetzt hier noch so erwartet. Ein Friedhof. Mit einem Grabräuber wieder. Komm her. Gib mir deinen Lebenssaft. Nom, 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 nom. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, da unten ist noch irgendwas. Da komme ich noch nicht dran. Und da oben ist noch eine Karte. Da komme ich auch nicht dran. Deswegen gehen wir mal hier in diese Krypta rein und schauen uns da mal ein bisschen um. Irgendwas werden wir ja finden. Ich habe auch gelesen, dass das Spiel so ein bisschen wie Zelda sein soll. Ein The Legend of Zelda-Klon. Aber ein sehr verdammt guter The Legend of Zelda-Klon. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich mag die The Legend of Zelda-Reihe ziemlich gerne. Ich habe fast alle Teile gespielt. Die neueren finde ich nicht mehr so gut. Aber die alten, also so A Link to the Past ist mein Lieblings-Zelda. Die sind großartig. Und das hier ist halt auch in 2D. Und ich bin sehr gespannt. Auch auf die Fähigkeiten, die wir noch lernen werden und was uns hier alles noch begegnen wird. Bisher war es ja noch relativ unspektakulär. Aber, naja, was soll's. Wir sind halt ein Vampir und wir sind auf Rache aus. Wir wollen unsere Mörder stellen und uns rächen. Kann ich die kaputt machen, die Vase? Scheint nicht so. Schade. Dann gehen wir mal tiefer. Ich habe übrigens auch eine Karte, die kann ich hier anzeigen. Ich weiß nicht, jetzt irgendwie ein bisschen unfair, mir alles schon anzugucken, aber ich denke mal, das kann ganz nützlich sein. Aber jetzt brauchen wir das ja erstmal nicht. Man hat gesehen, diese Krypta hier ist nicht so komplex. Ich kann ja einfach durch und ein paar Untote metzeln und mir einen kleinen Snack gönnen. Komm her, komm her. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht, schade. Aber hier hängt ja noch so ein kleiner Imbiss rum, warum auch immer. Ich frage mich, ob der Nekromant den für mich da hingepackt hat. Wow, ist das gerade explodiert? Böse. Komm her. Gib mir deinen Lebenssaft. Oh, da liegt noch ein Lebensenergieerweiterungsfläschchen. Sehr schön. Und noch mehr Mana. Ach, wunderschön.
Oh, zwei auf einmal. Komm her. Komm her. Ups. Tot. Ich weiß nicht genau, wie oft ich zuschlagen muss, damit die nur so ohnmächtig sind und ich die Lebensenergie aufsaugen kann. Aber nun gut. Meine Lebensenergie ist sowieso voll. Dank dieser holden jungen Maid. Deswegen. Ja, ein Schalter. Rätsel gibt es also auch, wie man sehen kann. Allerdings bisher nicht so besonders komplex. Ich muss einfach Schalter umlegen, um hier weiterzukommen. Das Ding ist schon wieder explodiert. Was soll der Mist? So, genau. Also genau genommen bin ich bis hierhin gekommen. Deswegen weiß ich, dass ich diese Schalterkombination drücken muss. Wenn ich den anderen noch drücke, dann ist es falsch. Wie ihr sehen könnt, ich muss genau diese Schalterkombination drücken. Und ab jetzt ist es halt wirklich blind. Ey, ich treffe den gar nicht. Bleib weg mit deinem Spaten, du Blödmann. Gib mir deinen Lebenssaft. Nom, nom, nom. Also man sieht schon, wir sind ein echter Vampir. Wir kümmern uns gar nicht um die Menschen. Alle Menschen, die uns unterkommen und im Weg stehen, werden gefressen. These curious devices hurl bolts of whirling energy and eviscerate my human enemies by stripping ragged flesh from blood-stained bone. Aha, das klingt interessant. Das muss ich mir mal ansehen. Was ist denn das? Ist das ein Item? Ja. Packen wir das doch mal unten hin. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ich nehme mal an, ich muss das in die Hotbar packen, ja. Nein, ich möchte nicht ins Menü. Weg da. Und an den menschlichen Gegnern funktioniert das. Also die Skelette werde ich mal ignorieren. Flop. Oh, verdammt. Jetzt haben wir Stacheln rausgeholt. Das ist natürlich auch blöd, solche kleinen Fallen. Komm her! Oh, nicht so. Moment, ist es ein Kerl? Egal, Hauptsache es ist Blut drin, dann trinke ich es auch. Ich habe sowieso schon zu viel. Und tot. Haha. Ich brauche dein Blut nicht. Wobei ich hätte vielleicht das Blut der Frau trinken sollen und das andere Blut von einem Kerl übrig lassen sollen. Oh, was ist das Rote denn da? Ich habe jetzt noch einmal die Karte angeguckt, um zu sehen, wo ich lang muss. Was ist das denn? Ein Geheimnis. Cool. Cool. Was habe ich aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Aber es scheint kein neues Item zu sein. Also nehme ich mal an, das ist so ein Herz gewesen oder so. Stirb! Haben wir hier auch was drin? Noch mehr von diesen komischen Klingendingern. Ja, sowas sehe ich natürlich sehr, sehr gerne. Also Items kann ich immer gut gebrauchen. Vor allem, wenn sie kostenlos sind. Moment, ist hier auch was drin? Nö, schade. Na gut. Was ist das? Das ist wirkt irgendwie seltsam. Das sind Kugeln, aber die kann ich nicht wegschieben. Die sind anscheinend zu schwer. Und da sehe ich jetzt... Kann ich da... Moment. Kann ich hier raus? Anscheinend nicht. Okay. Ist da ein Schalter an der Wand? Wo sind das Kisten? Es sind tatsächlich Kisten. Ha! Das muss man aber auch erstmal erkennen. Also die Grafik ist ja schon etwas veraltet natürlich. Weil von 1996, aber sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus für ein 2D-Spiel. Also nette Lichteffekte auf jeden Fall. Zwar nicht die Creme de la Creme, aber hey, das Spiel ist halt schon jetzt etwas älter. Okay, die dunklen Kugeln kann ich anscheinend nicht wegschieben. Schade. Hey, hier kann ich raus. Wo führt mich das denn hin? In die Hölle der Ladezeiten. Okay. Da sind wir rausgekommen. Okay, dann sind wir da runtergegangen. Haben uns da reingetan. Wir haben ein bisschen versucht zu lernen, wie man Deutsch spricht. Und sind hier rausgekommen. Okay, das heißt, hier geht's dann weiter. Ich möchte aber nochmal eben hier rein. Ich möchte gucken, was da noch weiterkommt. So, nochmal eben einen Schluck getrunken. Ah, ein Speicherraum. No, dann speichern wir doch mal eben. Das kann nicht schaden. Auch wenn wir bisher noch auf keinen großen Widerstand gestoßen sind. Ich wette, wir werden uns noch Vampirjägern gegenüberstellen müssen. Und dann kann so ein Speichern nicht schaden. 4 Tage und 23 Stunden. Gerade eben hat es noch 21, oder? Vielleicht ist das, so lange sind wir schon ein Vampir oder so lange sind wir tot. Ja, jetzt sind es 5 Tage. Es ist also anscheinend wirklich die Ingame-Zeit. Das ist interessant. Okay. Wie auch immer, jetzt bin ich bereit, hier aufzubrechen. Aber unten, Moment, ich muss nochmal eben runter, weil unten ging es doch auch so nach unten durch. Warum
komme ich jetzt nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr zurück. Was soll der Mist? Ist doch doof. Okay, dann war da unten wirklich eine Tür. Die war bloß zu. Aber warum ist die jetzt auch zu? Ich komme nicht mehr zurück. Mano. Naja, später bestimmt. Ich kann mich sowieso in meine Krypta zurück teleportieren. Und dann komme ich da durch. Aber ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Denn das wäre ja sonst langweilig. Hunger and weakness are no bar to vengeance's call. I would find my slayers and send them back whence I came. Ja, genau. Er hat gerade eben nur gesagt. Oh, da sind sie ja. Meine Mörder. Die müssen sterben. Das ist meine Motivation. What trickery is this? Hä? Was? Also die Motivation des Charakters. Er heißt, glaube ich, Kane, soweit ich weiß. Deswegen auch Legacy of Kane, das Vermächtnis von Kane. So, sterbt. Nom, 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 nom. Und nom, nom, nom. Warum mache ich das? Ich habe sowieso schon genug Lebensenergie. Schön. My mind was empty, save for one thought. I would kill. There's no greater release than that from vengeance, sated. With my assassins dead, my quest was over. Okay. Oh, habt ihr gesehen, wie ich dieses Item eingesetzt habe? Das war mal klasse. So einmal BÄM und sie sind in 1000 Stücke zerflogen. Ah, cool, das gefällt mir. Das Spiel ist toll. Hehe, Gemetzel. So, komm her. Dich möchte ich aussaugen. Denn ich habe, glaube ich, Lebensenergie verloren. Oder? Doch nicht. Ich habe doch volle Lebensenergie. Na gut. Tis not over, Kane. These fools were merely the instruments of your murder, not the cause. Look to their masters. Look to the pillars. And gain way to the fortress of the mind. Okay. Ich glaube, der Nekromant hat gerade zu uns gesprochen. Und zwar, wir haben zwar jetzt unsere Assassinen getötet, aber er meinte, das wären nur die Werkzeuge gewesen. Und wir müssen eigentlich den Cause, also das, was dahinter steckt. The world had changed to my eyes. I had not expected such cruelty from the light. For in the embrace of the sun I could find no comfort, only malice. This would change in time for the worse, along with other things. Okay. This was where the bloody deed of my murder took place. Ziegstur. Was? Ziegstur. Ziegsturl. Oder Ziegsturl. Ich kann es nicht richtig lesen. Es scheint also irgendwo in Europa zu sein. Oh, Moment, das war einfach nur ein harmloser Mensch, ne? Egal. Ich bin mittlerweile ein Vampir. Ich bin kein normaler Mensch mehr. Ich darf sie umbringen. Ich bin eine Kreatur der Nacht. Aber sie tun nichts. Egal, ich werde sie trotzdem alle töten. Töten! Töten! Vor allem den Wirt, weil der mich nicht hat da in der Taverne sitzen lassen. Deswegen wurde ich ja erst getötet. Also muss ich mal meine Rache üben, auch an ihm, denn er ist auch schuld. Oh, was ist das denn? Sie... Komm schon. Sie wehren sich, das ist aber überhaupt nicht nett. Ich komme nicht an den Wirt dran. Mano, ich will mich rächen. Mano, komm her. Komm hier runter. Komm in die Reichweite meines Schwerts. Bildet man. Da muss ich wiederkommen, wenn ich irgendwelche Zaubersprüche oder Items habe, um ihn zu töten. Wie auch immer, das hebe ich mir für später auf. Ich merke mir das. Hey, die kommen wieder zum Leben zurück. Ist ja langweilig. Dann gehen wir mal in dieses Haus rein und schauen uns, was wir hier finden. Ein Fass. Hey, da war was drin. Ich frage mich, ob ich damit den Wirt umbringen kann, weil ich glaube, das wäre eine Verschwendung. Ich hebe mir das lieber auf. Ich gehe jetzt hier einfach durch das Dorf durch und gucke mir an, ob ich in den Häusern irgendwelche Items finden kann. Ich gucke mal eben auf die Karte. Da geht's runter, da geht's lang. Ja, wir müssen einfach hier lang den Weg. Okay. Ist jetzt nicht so besonders spektakulär, aber es ist ein Anfang. Ich habe irgendwann auch mal so einen Satz gelesen, so Starting Villages are so boring. Und das stimmt auch. Also Startdörfer sind so langweilig. Möchtest du mit mir reden? Nein? Dann lass mich in Ruhe. Oh, da sind noch mehr Fässer. Was haben wir denn da drin? Oh, noch mehr. Ja, davon kann ich nie genug haben. Weil diese Items sind großartig. Ah, die sind so schön. Ich bin schon gespannt, was wir sonst noch finden werden. Ehrlich.
Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich dieses Spiel entwickeln wird. Weil die Legacy of Kain-Reihe ist sehr hoch gelobt. Also ich habe schon an vielen Stellen sehr hoch gelobt bekommen. Und deswegen muss ich es jetzt einfach selber spielen. Und ich war erst skeptisch, ob ich wirklich Blood Omen spielen soll, aber... The Necromancer had offered me no warning as to what my resurrection would entail. And yet I must confess in my haste I had not sought one. Ah. Was his gift a curse? I would seek the pillars for an answer. Man sieht, ich kann nicht ins Wasser. Das nimmt Schaden dadurch. Viel zu viel Schaden. Scheiße, ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Das war nicht so gut. The heart of darkness. Glücklicherweise, ja. Puh, wunderbar, okay. Den Fluss sollte ich meiden. Aber ist klar, wer sich ein bisschen mit Vampiren auskennt, weiß, dass sie vor allem fließende Gewässer nicht gut abkönnen. Nee, aber ich war erst skeptisch, was hier Blood Omen angeht, weil das ja schon so ein bisschen älter ist und viele ältere Spiele sind heute nicht mehr vernünftig spielbar. Also bisher macht das eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Die Steuerung ist in Ordnung. Und ich bin sehr gespannt, was dann alles auf mich zukommt. Ja, da waren wir ja gerade eben schon. Das ist jetzt nicht so interessant. Komm her, du musst sterben. Und ich brauche dein Blut, weil ich bin gerade so ein bisschen gestorben. Nom, 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 nom. Ach ja, das war eine gute Portion. Wenn jetzt noch mehr davon kommen, dann kann ich mich wieder voll aufladen. Hier zum Beispiel. Ja, schön ausweichen. Ich möchte ja nicht Lebensenergie verlieren. Wunderbar. Das müsste mich eigentlich fast komplett heilen jetzt, oder? Ja. Okay, komplett. Komplett auf jeden Fall nicht, aber fast komplett. Das ist schön. Oh nein, fängst du gleich wieder an zu regnen. Bitte nicht, dann nehme ich wieder Schaden. So, ich könnte auch die Items benutzen, aber die werde ich mir jetzt aufheben, falls mich irgendwie... Oh! Für solche Gegner zum Beispiel. Was macht der für ein Geräusch, wenn er ein Messer wirft? Wie viel Messer hat er? Was ist das? So. Oh, dieses Item ist so schön. Es ist so ein wundervolles Item. Das macht Spaß. Bam. Komm her. Gib mir dein Blut. Auf zu lecken. Gib mir dein Blut. Na, komm her. So. Ich bin auch gespannt, was so noch alles kommt, weil der Wald hier ist ja jetzt... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ein Menü. Das ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Ich kann euch einmal die World Map zeigen. Und zwar, wir sind... Was zum... Das wirkt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ihr seht, das ist eine riesige Welt, die wir hier bereisen müssen. Wir sind da unten und auf dem Weg zu den Pillars of Nosgoth, also die Säulen von Nosgoth, und die spielen im zweiten Teil auch eine Rolle. Ich weiß nicht genau welche, ich weiß nur, dass sie da vorkommen. Aber das ist jetzt gerade auch, glaube ich, ganz uninteressant. Wir werden da hinreisen. Die haben wir auch im Intro gesehen übrigens. Die waren erst weiß und sind dann irgendwie verrottet oder so. Ganz genau weiß ich das nicht. Wie komme ich hier zurück? Ich weiß nicht genau, welche Tasten ich drücken muss. Nein. Ich möchte hier weg. Ich möchte hier... Hallo? Lässt mich bitte hier raus, Spiel. Nein, ich drücke die ganze Zeit andere Tasten und ich komme trotzdem auf die World Map Karte. Das ist. Auf die World Map Karte, ja. Ich komme auf die Weltkartenkarte. Ich möchte hier bitte. Exit führt mich doch bestimmt komplett aus dem Spiel raus, oder? Ah, oh, doch nicht. Exit war doch richtig. Okay, Glück gehabt. Wunderbar, merke ich mir fürs nächste Mal. Dann machen wir mal hier weiter. Ich denke mal, bis zum nächsten Speicherpunkt spiele ich noch, aber ich möchte jetzt hier gucken, was uns noch erwartet. Vielleicht hätte ich auch noch was von der Rest von der Welt zeigen sollen, aber ist ja jetzt egal. Wir spielen jetzt erstmal weiter. As daylight chases darkness, the vampire's power wanes. Ah, okay, ja, natürlich etwas weiteres, was logisch ist. Tagsüber haben wir nicht so eine gute Stärke wie nachts, oder? Weil wir immer ein Vampir sind. Und Vampire sind im Sonnenlicht geschwächt. Vor allem neue Vampire, so wie wir einer sind. Deswegen gucken wir einfach mal weiter. The Pillars of Nosgoth. Ah, da sind sie. Even in life, few sights have moved me such as this. I marvel that such beauty should grace our dying world. Ja, das sind die Säulen von Nosgoth. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat.
Aber sie scheinen, es sieht so aus, als würden sie den Himmel tragen. Und das sieht aus wie ein Teleporter. Ja, weil sonst ging es ja sowieso nicht mehr woanders hin lang. Okay. Ja, tut mir übrigens leid, dass mein Kommentarstil momentan so ein bisschen so ist. Ja, wir machen jetzt das und wir machen jetzt das. Da, wo ich eigentlich beim letzten Mal drüber gemeckert habe. Aber, eine Zwischensequenz. Ich weiß halt nicht so wirklich, was ich über das Spiel erzählen soll, weil ich eben das Spiel noch nicht gespielt habe. Was war das? Your madness has shattered our dreams and blinded you. Keep your distance, or I'll send you back to hell, spirit. There is nothing left of me to fear, vampire. I'm only a shadow of my former self, Ari, the balance of the Circle of Nine. Even so, I can provide the answers you seek. I seek only a cure. There is no cure for death, only release. You must destroy the sorcery that is now poisoning Nosgoth. Only then will you realize peace. The nine of the Protectors of Hope were sworn to use their powers to preserve our world. Now these pillars have been corrupted by a traitor. My murder at the hands of this beast drove my love Napraptor mad. Now he spreads misery and pain among the Circle, crumbling the very foundation of Nosgoth. You must restore Dords. You must right the pillars of Nosgoth. I care not for the fate of this world's world. And for yourself, Cain. Beware the unspoken. Okay, wir sollen anscheinend, wir haben gerade von einem Geist anscheinend den Auftrag bekommen, dass wir die Säulen von Nosgoth wiederherstellen sollen. Napraptor, with his blind act of vengeance, threatened to destroy all of Nosgoth. Each Circle member was bonded to the pillar he served. The pillars reflected the mental state of their servants, and as the minds of the Circle degenerated and descended farther into dementia, the pillars crumbled. To restore them, each of the Circle had to die, and the artifact that served as their link to the pillar had to be returned. Only when all the pillars were restored did Ariel claim my curse would end. And so, my hunt for Napraptor began. The Pillar of Time. Okay. Er hat noch ein bisschen mehr erzählt. Und zwar, diese Säulen stellen den Geisteszustand der Wächter von Nosgoth dar, soweit ich das richtig verstanden habe. Und The Pillar of Energy. Ah, cool. Wie man sehen kann, die sind alle korrumpiert. Das heißt, wir wollen halt unseren Fluch aufheben. Wir wollen vom Vampirismus befreit werden. Und dieser Geist hat uns jetzt den Auftrag gegeben, dass wir die gesamten Wächter von Nosgoth aufsuchen, sie töten und die Artefakte, die mit den Säulen verbunden sind, zurückbringen. Und dann soll unser Fluch angeblich aufgehoben werden. Was daran liegt, also was daran ist, ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir dem Geist trauen können, ob das so sinnvoll ist, hier die Wächter zu töten. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Stirb, Geist! Stirb! Haha! Naja, das war jetzt nicht so besonders sinnvoll. Egal. Karte. Ach, hier ist gar nichts mehr anderes. Okay. Joa, ne? Dann würde ich mal sagen, wir benutzen den nächsten Teleporter und gucken mal, wo wir dann landen. Vielleicht irgendwo, wo sinnvoll ist. Ich hoffe es mal. Alles klar, wir müssen also die neuen Wächter heimsuchen. Das sind neun Säulen, wenn ich richtig gezählt habe. Was ist das denn? Das sieht aus wie der Speicherpunkt, bloß in grün. These beacons serve as landmarks during my flights in bat form. Once I have committed their locations to memory, I can always return. Ah, das ist natürlich sehr gut. Das sind sowas wie Teleporter. I can travel great distances with ease. From my vantage in the heavens, no region of Nosgoth is forbidden to me. Ah, sehr cool. Wir haben gerade, Moment, dazu muss ich ins Menü. Wir haben gerade die Fledermausform bekommen. Und diese Fledermausform. Sanctuary. The Sanctuary spell enables me. Wie benutze ich die? Da ist es nicht, nein. Da ist es auch nicht. Wie benutze ich die Fledermausform? Das ist nicht gut. Loading? Nein, ich wollte nicht ins Menü. Exit.
Ich würde gerne wissen, wie ich die Fledermausform benutze. Egal, das finde ich beim nächsten Mal offscreen raus. Ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls. Das ist ein Tempel. Jedenfalls können wir halt die Fledermausform benutzen, um herumzureisen in der Welt. Und wir können immer zu diesen Obelisken hier, oder was auch immer das sein soll, fliegen. Und wir können halt immer nur zu denen, die wir besucht haben. Und wenn wir einen neuen aktivieren, können wir damit unserer Fledermausform hin. Also ist das schön, um schnell zu reisen, was ziemlich praktisch sein dürfte. Vor allem, wenn wir ein bisschen Backtracking betreiben müssen und zurück in alte Gebiete, um dann auch irgendwelche Geheimnisse zu finden und so. Was bestimmt wir machen müssen. Komm, sterbt. Okay, du komm hier oben. Ich möchte mich nicht deinen Kollegen töten. Ich möchte ihn nicht aussaugen. Ich frage mich, ob die sich auch wieder erholen können, wenn ich die nicht aussauge. Oder ob sie einfach dann irgendwann tot umfallen oder so. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen erstmal in diesen Tempel rein. Mal schauen, was uns da erwartet. Oder das ist auch so eine Krypta. Oh, Moment, das bin... Erkennt ihr dieses Bild? Sieht es nicht irgendwie ähnlich aus wie ich zum Beispiel? Da kann ich speichern. Nom, 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 nom. Und da ist eine Tür. Da komme ich aber nicht durch. Wahrscheinlich ist der Schalter für diese Tür irgendwo rechts oben. Irgendwo da im Dunkeln. Deswegen speichere ich erstmal an diesem schönen Speicherobelisken. Und dann würde ich sagen, reicht das erstmal für die erste Folge. Wir sind jetzt relativ weit gekommen. Zumindest so weit, wie ich es noch nicht kenne. Und, nein, ich möchte speichern. Oh, er speichert. Wunderbar. Ich hoffe... Oder später doch nicht. Ich hoffe, das Spiel ist für euch auch interessant. Und es wird sicher noch spannender als bisher. Ich meine, das war der erste Part. Erste Parts sind sehr selten spannend in Spielen. Denn Anfänge sind meistens nicht besonders interessant. Und ich weiß aber auch, dieses Spiel sehr lange dauern wird. Also von 40 bis... Was war das für ein Geräusch? Von 40 bis 100 Stunden habe ich alles gelesen, dass man für dieses Spiel braucht. Ich hoffe mal, dass ich intelligent genug und schnell genug bin, dass ich nicht 100 Stunden brauche. Aber so um die 30 Stunden, ja, mal schauen. Wobei, Little Big Adventure wurde auch gesagt, dass man dafür irgendwie 40 Stunden braucht. Das habe ich auch nicht gebraucht. Ich habe da auch nur 10 Stunden gebraucht. Aber mal schauen. Wie auch immer, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Superfax und ja, ciao.